Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Folge von Let's Play Clash of Clans. Eigentlich hatte ich ja heute vor, One Click, One Shot zu machen. Da wollte ich eigentlich eine Oni-Riesen-Armee machen, aber ich hatte ja heute Tennis. Und dann hat sich mein Trainer gedacht, eigentlich beginnt Dienstag die Tennisstunde erst immer um 18 Uhr. Aber heute hat er sich gedacht, fangen wir mal so um 16:30 Uhr an. YOLO, ich habe ja nichts anderes zu tun, ne? Dann bis 19 Uhr und jetzt ist es schon 10 vor 8 und da hatte ich wirklich keine Zeit mehr, diese Riesenarmee zu machen. Da werden wir jetzt batschen, also One Shot, One Click, One Shot mit Batsch machen. So. Ach ja, und Tobias, ich habe deinen Kommentar gelesen, du bist ja gerade am Farm. Deswegen versuch möglichst schnell reinzukommen. Du weißt ja nicht, wann ich die Folge rausbringe, aber wenn du die sehen solltest, komm rein, wegen ich mache dann jetzt die Trophäen auf 600, damit du endlich rein kannst. Ja, das wäre schon mal erledigt. Den Stamm kann ich noch nicht entfernen. Mein nächster Bauarbeiter ist erst in 48 Minuten fertig. Joa. Wieso verlässt jemand den Clan? Nein, das ist... Ich verstehe es nicht. Na gut, ich würde mal sagen, ich suche da mal einen feinen Gegner raus. Bis gleich. Ich glaube, den Gegner werden wir uns nehmen. Das wird heute keine gute One-Click-One-Shot-Folge, da ich keinen Zauber dabei habe. Bedankt euch bei meinem Tennistrainer. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal an. Was Höheres traue ich mir mit dieser Strategie nicht zu. Von wo? Fangen wir da oben am Labor an. An diesem Punkt werde ich jetzt alle meine Truppen setzen. Falls ihr das Prinzip noch nicht verstanden habt. Also man muss alle Truppen auf einen Punkt setzen. Boah, ey, das sieht ja so mega krass aus, ey. Hoffentlich fängt das gleich nicht an zu laggen, weil das so viele sind. Aber es fängt schon an zu laggen. Jetzt alle Bogenschützen. Ich komme nicht weiter mit. Wegen einmal Flächenschaden und boom, alle weg. Boah, das ist am Lecken, Alter. Heute wieder sehr viel Niveau. Wie jede Folge. Schicken wir die. Ah, das hat niemand gesehen. Also, der Barbarenkönig war ein bisschen weiter versetzt, aber das macht ja kaum einen Unterschied. Oh, null Loot bekommen. Oh Gott. Naja, was haben wir überhaupt bekommen? Das Dunkle haben wir bekommen. Yay. Ja, Level 6 Riesen, Level 3 Lakaien, na. Jo, wahrscheinlich, ne? Setzen wir mal die Fähigkeit des Königs ein. Ja, wahrscheinlich, ja, natürlich. Ich will nicht wissen, was der denn für ein Clan ist, ey. Siebski Clan mit K, okay. Hier, Master auf Englisch, würde ich mal sagen. Ja, und wir haben schon verschissen. 39%, keine 50%. Oh, das hat sich aber gelohnt, der Angriff. Echt? Boah, ja, voll krass hier, ne? Ja, ich hätte eigentlich was anderes vor heute, aber es hat hier leider nicht geklappt, oder? Ich bringe ja morgen nochmal so eine One-Shot. Nee, One-Kick, One-Shot-Folge raus. Damit Riesen und Zaubern. Die Zauber produziere ich jetzt schon mal vor. Ich würde mal sagen, zwei Wut, zwei Heil. Ja, was könnten wir noch in dieser Folge machen? Eigentlich nichts Besonderes. Ich könnte gleich noch gucken, ob wer noch einen Angriff hat, aber sonst würde ich mal sagen, das war's dann für heute, ne? Und mir noch ein paar Truppen produzieren. Ah, geil. Nein. Dun, dun, dun. Hat hier wer einen Angriff geteilt? Ah, hier von Augustin. Lappen, okay. Seine Verteidigung. Mal gucken, was der Lappen gemacht hat. Mit Level 6 Riesen angegriffen. Okay, da muss er wirklich was falsch gemacht haben. Spulen wir mal ein bisschen vor. Also zweifache Geschwindigkeit. Okay, er hat ein paar Riesen so als Tank vorgeschickt. Dann so ein paar Bogenschützen hinter und jetzt einzelne Mauerbrecher. Okay, wo ist da der Sinn? Dann machen wir mal vierfache Geschwindigkeit. Wollte der damit erreichen? Keine Ahnung. Vielleicht ist bei ihm auch die Internetverbindung abgekackt. Passiert mir auch manchmal auf meinem Samsung-Handy. Die haben ja da Probleme irgendwie mit dem WLAN. Gibt es hier noch? Hier von Laserknecht 2. Geil. Mal gucken, was so geil war. Ja, das sind so Standardangriffe, würde ich mal sagen. So mit vollen
Minen und Sammlern. Der Bohrer ist auch schön voll. 936, aber das meiste scheint vom Dunklen im Lager zu sein. Es sind so viele Truppen, das laggt wieder ein bisschen. Lager. Wagen. Hast du gut gemacht. Laserknecht 2. Ja, habe ich sogar noch zwei Angriffe reingebracht. Ganz sozial. Ja, es passt schon. Ich würde mal sagen, das war's dann für die heutige Folge. Ciao.